Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis 18. Herzlich willkommen zurück, müsste ich eigentlich sagen, denn ich war eine ganze Weile ja nicht mehr zu sehen auf meinem YouTube-Kanal. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich keine Lust mehr hatte, Videos zu drehen, sondern einfach damit, dass ich damit beschäftigt war, etwas ganz anderes zu machen zum Thema Fotografie, nämlich zwei Bücher auf den Markt zu bringen. Einmal nach 2 Jahren musste das eine Buch endlich fertig werden, nämlich das erste deutschsprachige Buch über Toy Cameras mit dem wunderbaren Namen Ernsthafter Spieltrieb. Und das zweite Buch, ein schneller Einstiegsguide in die Filmfotografie, dem Titel Film is Undead, Reasons Why You Should Get Back into Film Photography and How to Truly Enjoy the Analog Experience. Etwas sperriger Titel, aber die beiden Bücher sind auf dem Markt und falls ihr Interesse daran habt, hier unten in der Show, in den Show Notes, werden die Links eingeblendet. Da könnt ihr draufklicken und gucken, was das alles so damit auf sich hat. Was ich euch heute aber eigentlich zeigen wollte, war das, was der liebe Weihnachtsmann von der Deutschen Post mir gebracht hat, nämlich dieses Teil. Das sieht aus wie eine Zigarettenschachtel, ist es aber nicht, denn es ist ein Werbegeschenk aus alten Zeiten. Ich kann nicht genau sagen, von wann. Mein Gefühl ist irgendwie 70er, wäre so mein Gefühl. Vielleicht, wenn es jemand genauer weiß, seid so nett, schreibt mir eine Nachricht. Das würde mich wirklich interessieren, wenn ihr ein paar Tipps habt, wo das herkommen könnte, aus welcher Zeit. Und zwar hat diese Zigarettenfirma einen Weihnachtswettbewerb ausgelost mit dem Wunsch, das schönste Weihnachtsfoto, was man schießen kann, einzureichen. Und dann konnte man was gewinnen. Und zwar konnte man gewinnen, tada, eine Woche Bornholm für 2 Personen inklusive Anreise und Taschengeld. Was das Taschengeld beinhaltet, weiß ich nicht. Es gibt wohl scheinbar einen Handzettel, der alle genauen Informationen aufdröselt. Den habe ich natürlich leider nicht mehr, sondern nur diese wunderbare Kamera, die mich über eBay erreichte. Leider ist sie nicht mehr zu benutzen. Das wäre total cool gewesen, aber sie benutzt 126er Filmkassetten und die gibt es halt nicht mehr zu kaufen. Wenn ich irgendwo eine finde, dann jage ich die hier durch und dann testen wir das mal. Aber momentan ist es einfach schwierig, den hier zu finden, weil es im Prinzip ein totes Filmformat ist. So, wir machen das Ding mal auf und gucken uns das mal genauer an, was wir hier drin haben. Auf alle Fälle ist es ein schönes Sammelobjekt für meine Toy-Camera-Sammlung, denn dieses tolle Stück ist wirklich nichts anderes außer eine Spielzeugkamera, anders kann man es nicht nennen. Made in China. Die Instaload Cartridges kommen da rein, steht vorne auf dem Objektiv. Wir haben einen Auslösebutton. Im Prinzip das gleiche Prinzip wie bei einer Diana, also vorne am Objektiv einen seitlichen Auslöser mit einer Geschwindigkeit. Hier oben kann man weiter drehen, den Film einlegen, kann man, indem man diesen kleinen Nupsel an der Seite aufzieht, hinten aufklappt, diesen Weiterdrehknopf hochzieht, Filmkassette rein, runterdrücken, Deckel zu, weiterdrehen, bis im Filmfenster die Nummer 1 auftaucht und dann ist man sozusagen voll im Spiel. Und dieses tolle Teil, was erstmal bei mir aufs Regal kommt, bis ich einen Film auftreibe, wollte ich euch einfach mal zeigen als kleines vorweihnachtliches Geschenk bzw. als Gruß an euch. Wenn es euch gefallen hat, bleibt bitte dabei. Im nächsten Jahr gibt es ganz viel, viel mehr Videos, habe ich mir fest vorgenommen. Wir gehen zurück in die wunderbare Welt von YouTube und schicken ganz viele neue Bilder und Filme raus in die Welt. Das ist alles geplant. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Abonniert bitte diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Findet mich bei Facebook unter D18 Foto oder auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ja,